Hallo Neubrandenburg, hallo Friedland, hallo Wahn, alle, die ihr hier seid, Handwerk, Baugewerbe, Bauern, Mittelstand. Mein Name ist Marco Messner, ich bin Unternehmer, 50 Jahre, hab Familie und wohne in Neubrandenburg. Ein Schachspiel beginnt mit dem Bauer und endet erst, wenn der König fällt. Ich stehe hier stellvertretend für die Gastronomie und Hotellerie in Neubrandenburg und unsere Botschaft an euch: Wir zeigen uns solidarisch unter dem Motto gemeinsam statt einsam. Wir stehen an eurer Seite, wir halten zu euch, wir kämpfen für euch und für uns Seite an Seite. Nur Verbote und Kostenerhöhungen seit Monaten. Wir haben seit 3 Jahren keine Luft zum wirtschaftlichen Atmen. 3-mal Corona-Lockdown, monatelange Kurzarbeit, Inflation, hohe Energiekosten, hohe Pachtung, Personalwanderungen in krisensichere Branchen, Lieferengpässe, Mautgebühren, hohe Einkaufspreise auf Produkte, eine hohe Steuer, eine hohe Abgabenlast, ein Bürokratieaufwand ohne Sicht am Horizont. Die CO2-Steuer zieht sich wie ein roter Faden durch das Bürgergeld mit der 3. Erhöhung als Arbeitsmarktkiller. Und am Ende für unsere Branche das Nicht-Einhalten der Zusage des Bundeskanzlers Scholz, die 7% auf Speisen zu belassen. Der Bundeskanzler hat uns belogen! Überall herrscht in Europa eine Inflation, alle Länder, bis auf Deutschland, ergreifen Maßnahmen zur Eindämmung und zur Minderung der Inflation. Was macht unsere Ampelregierung in Berlin? Nein, sie befeuert das Ganze noch und setzt den Kessel noch mehr unter Druck. 84 Millionen Einwohner in der Bundesrepublik. Der gesamte Mittelstand mit 17 Millionen finanziert und verschenkt jeden Tag Steuergelder an den stolzen Rest von 67 Millionen. Die will ich ein bisschen differenzieren. Aber wir wollen die halbe Welt retten. Das kann nicht funktionieren. Der Mittelstand, das Handwerk und die Landwirtschaft, das sind das finanzielle Bollwerk und das Rückgrat einer jeden Kommune, eines jeden Bundeslandes und der Bundesrepublik Deutschland. Und genau dieser Mittelstand wird seit Monaten sowas von gegen die Wand gefahren, dass wir jetzt sagen, wir haben die Schnauze voll. Mit diesem einzigartigen Protest verschaffen wir uns nun endlich Gehör in Schwerin und in Berlin. Wer Wind sät, wird Sturm ernten und wird am Ende fühlen müssen. Für mich eine persönliche Frage heute hier: Gibt es auch einen Landtagsabgeordneten oder einen Bundestagsabgeordneten hier unter uns? Nein, es ist keiner hier von diesen Leuten. Nein, es ist keiner hier. Der Stralsunder Oberbürgermeister Dr. Alexander Bartrow, solidarisch ruft er heute in Stralsund zu einer großen Protestdemonstration auf unter dem Motto: Die Politik gegen die Fleißigen muss enden. Wo ist unser Oberbürgermeister heute? Wo? Unsere Ministerpräsidenten ruft immer öffentlich dazu auf, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, gemeinsam Hand in Hand. Aber ich habe gelernt, von Jugend an, Hand in Hand heißt auch auf Augenhöhe. Und nicht der eine auf dem Sonnendeck und die anderen im Keller. Das kann nicht funktionieren. Wir zählen die Tage für diese Ampelregierung in Berlin. Diese Regierung muss weg. Da sitzen Leute in Berlin ohne fachlich qualifizierte Abschlüsse und teils im jungen Alter und wollen uns aus Berlin heraus erzählen, wie man Krisen bewältigt. Das sind Leute, die haben noch nie produktiv im Leben gearbeitet. Lasst uns nicht aufgeben, lasst uns politisch gegen diesen Irrsinn an Politik weiter ankämpfen. Wir dürfen nicht aufhören, solange unsere Forderungen hier, heute und künftig nicht erfüllt werden. Halten wir zusammen, kämpfen wir weiter, so wie wir hier alle stehen, das ist der erste Aufschlag. Und wir müssen schauen,
dass wir nicht aufgeben, sondern Seite an Seite weiter für unsere Forderungen kämpfen. Danke!